Teil 2 unseres Kabinengesprächs mit Wolfgang Brück, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Iserlohn Roosters. Und heute möchten wir über den Neuanfang der Roosters sprechen. Herr Brück, was hat Ihnen die Erkenntnis gebracht, dass Christian Hommel tatsächlich der Mann für den Neustart sein könnte, der neue sportliche Leiter der Iserlohn Roosters sein würde? Ja, am Anfang vielleicht erstmal die These, dass gerade der sportliche Leiter in einem Sportclub, wie wir es sind, eigentlich ja, aus meiner Sicht die wichtigste Position in solch einem Gebilde ist. Also gilt es auch sehr umsichtig bei der Entscheidung, wer soll diese Position besetzen, vorzugehen. Und letztendlich habe ich dann für mich ein Anforderungsprofil erstellt, was ich eigentlich sage, was sollte ein sportlicher Leiter für Voraussetzungen erfüllen. Und aufgrund dieses Anforderungsprofils fiel dann letztendlich die Entscheidung für Christian Hommel. Und ja, ich kann gerne da ein paar Sätze zu sagen. Eine wichtige Thematik für mich und Voraussetzung war, dass vielleicht derjenige oder zumindest derjenige, der diese Sportart mal ausgeübt hat, wenn es geht, auch in der höchsten Liga, egal in welchem Land, dass er aus meiner Sicht über theoretische Kenntnisse verfügt, zum Beispiel im Trainerschein. Schön war es dann auch, dass der Kandidat entsprechend auch als Trainer schon gearbeitet hatte. Also eigentlich beide Seiten, also sowohl die Spielerseite als auch die Trainerseite. Was hinzukommt, ist, Benefit ist immer die Frage, wenn es jemand ist, der den Verein sehr gut kennt, der über die Identität fühlt, eine Loyalität auch gegenüber dem Verein. Und alle wissen, dass Christian nicht nur in der Jugend hier gespielt hat, sondern auch mit der Jugend deutscher Meister geworden ist, mit seiner Mannschaft selber hier gespielt hat. Also alles Dinge, die ihn aus meiner Sicht qualifiziert haben, wobei ich eben auch sage, es ist nie eine Entscheidung, auch wie beim Trainer, nicht gegen andere, sondern letztendlich für denjenigen, den wir auswählen. Weil es gibt mit Sicherheit auf der Welt und auch ein paar andere Kandidaten. Und ich habe mit einigen gesprochen, damit ich mir auch ein allumfassendes Bild machen kann. Und letztendlich hat sich dann Christian auch gegenüber den Gesellschaftern nochmal präsentiert und das war auch überzeugend. Also von daher war das Gesamtpaket, was wir da gesehen haben, so, dass wir sagen, wir haben ihn gerne als sportlichen Leiter verpflichtet. Sie haben bewusst nicht auf bekannte obligatorische Kräfte gesetzt, weder beim sportlichen Leiter noch beim Trainer. Auch da haben Sie nach neuen Gesichtern gesucht. Warum? Naja gut, neue Gesichter ist so relativ, weil unser Trainer ist auch schon seit mehr als 10 Jahren im Geschäft. Er ist vielleicht nicht im Fokus der DL bisher gewesen oder DL2. Aber ich habe es ja gerade gesagt, eigentlich ist das Anforderungsprofil an den Trainer ähnlich wie für den sportlichen Leiter gewesen. Was ergänzend war, war der Umstand, dass es so ein bisschen darum ging, auch dass ich sehen wollte, dass er gewillt ist, beim in Anführungsstrichen etwas kleineren Club der DL zu arbeiten, mit etwas beschränkteren finanziellen Möglichkeiten und dass er eben auch gewillt ist, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und bei Jason O'Leary, ich habe ihn dann besucht im Zug in der Schweiz, war klar durch seine Historie, dass er viel mit jungen Spielern gearbeitet hatte. Er ist von seiner Berufsausbildung her auch als Lehrer viele Jahre tätig gewesen, also ein Mensch, der nach meiner Meinung auch sehr gut kommunizieren kann, was ähnlich wichtig ist. Dass er dann noch die deutsche Sprache beherrscht, ist sicherlich auch ein positiver Punkt gewesen. Also von daher war das einfach eben auch eine Lösung, die ich in Verbindung auch mit Christian, der ja auch in der Entscheidungsbindung mit eingebunden war, also sehr folgerichtig fand. Beide dennoch jung und Sie setzen trotzdem darauf. Haben Sie nicht Angst, dass das eventuell auch nicht gut gehen könnte, so junge, dann doch noch DL unerfahrene Trainer, Leiter zu haben im Boot? Die Frage ist immer, was ist Schiffbruch? Wenn wir 13. werden, ist das Schiffbruch? Da sage ich ganz klar, das ist nicht Schiffbruch, weil letztendlich ist es so, dass wir von unseren Ausgangsmöglichkeiten vielleicht in den letzten Jahren etwas verwöhnt worden sind, weil wir 14 bis 16 immer im Viertelfinale gestanden haben, dann noch einmal Achter geworden sind, 17. Also von daher waren die Erfolge vielleicht unverhältnismäßig gut im Verhältnis zu unseren finanziellen Möglichkeiten. Und ich sage auch ganz klar, in dem Moment, wenn alles passt, kann es trotzdem bei uns passieren, alle Personalentscheidungen richtig waren, dass sich 3 Mann verletzen, dass wir sonstige Probleme bekommen und dann wären wir wieder 13. Das ist für mich kein Schiffbruch, sondern entscheidend ist, dass wir, und das fragen Sie ja gerade, auch Entscheidungen treffen, die wir in der Öffentlichkeit kommunizieren und die wir dann auch begründen können. Und das Ergebnis
will ich jetzt nicht sagen, ist nicht unwichtig, aber es ist erstmal zweitrangig, denn wir wollen eine Strategie offen darlegen und die verfolgen und dann hoffen wir eben bei allen Unwägbarkeiten, die dann noch sowieso im Sport drin sind, dass wir dann ein gutes Ergebnis erreichen. Aber den Begriff Schiffbruch, den würde ich nur, sagen wir, benutzen, wenn wir abgeschlagen, weit abgeschlagen Letzter werden. Denn ich denke, viele Clubs sind schon Letzter in dieser Liga geworden in den letzten 10 Jahren. Und immer zu sagen, das ist dann gleich Schiffbruch, wäre es bei uns, das glaube ich nicht. Als dann die Entscheidungen getroffen waren, Christian Hommel, sportlicher Leiter, Jason O'Leary, der neue Coach, haben sich ein bisschen erstmal zurückgezogen und gesagt, so, jetzt sorgt ihr dafür, dass wir eine Mannschaft an den Start kriegen. Sicherlich ist das aber dann doch noch mit Ihnen abgestimmt worden. Und was hat Sie dazu veranlasst, dann diesen Kurs zu fahren? Zu sagen, jetzt macht ihr mal. Aber ich möchte wohl noch ein bisschen davon mitbekommen, aber ich lasse euch erstmal machen. Es ist letztendlich so, dass wir haben mal vor einiger Zeit über das Thema Kommunikation gesprochen, was wir verändern wollen. Und zum Schluss ist mir aufgefallen, dass ich wahrscheinlich derjenige war, der in den letzten 10 Jahren die meisten Fernsehinterviews gegeben hatte, auch an Spieltagen. Und ich betone an Spieltagen. Und da ist mir irgendwann klar geworden, dass es eigentlich nicht mein Job ist und ich glaube auch nicht die Erwartungshaltung der Fans, der Menschen, der Öffentlichkeit, der Sportinteressierten hier in unserer Region, unbedingt meine Meinung zu hören, warum irgendjemand den Penalty nicht reingetan hat oder warum unser Unterzahlspiel nicht funktioniert oder warum wir vielleicht auch besonders gut spielen in einer Saison, sondern mein Job ist es doch zum Schluss, den Menschen zu erklären und das Vertrauen, dass die Menschen das Vertrauen in mich haben, zu sagen, okay, wir werden das Jahr wirtschaftlich gut über die Runden bekommen, wir haben so und so abgeschlossen und so werden wir in die Zukunft gucken, auch vielleicht Themen anzusprechen, die über den sportlichen Erfolg an einem Wochenende hinauszugehen. Und genau deswegen habe ich gesagt, dafür habe ich jetzt 2 Leute verpflichtet, die viel mehr als in der Vergangenheit auch ihr Gesicht in die Fernsehkameras halten, die zu Fanclubs-Treffen gehen werden, die in der Öffentlichkeit zu sehen werden. Und da brauchen die Menschen nicht unbedingt mein Gesicht mehr sehen. Geht es bei diesem Neuanfang, den wir ja jetzt erleben bei den Roosters, darum, im nächsten Jahr, in der nächsten Saison sofort größtmöglichen Erfolg zu haben? Oder denken Sie weiter, dass man das jetzt auch nutzen sollte, um über die nächsten Jahre, etwas aufzubauen hier in Iserlohn? Es wäre ja schön, wenn ich die erste Hälfte Ihrer Frage mit Ja beantworten würde. Dann würde ich ja schön gleich Druck aufbauen, bezogen auf meinen Manager und meinen Trainer. Das werde ich natürlich nicht machen. Das ist auch ganz klar, wir haben es gerade angesprochen. Gezwungenermaßen und oder schlecht, ein bisschen freiwillig, versuchen wir auf Reset Neustart zu beginnen. Und Neustart bedeutet eigentlich auch ein bisschen Vertrauen einzuwerben, für Vertrauen zu werben und auf der anderen Seite auch ein bisschen Geduld zu haben mit dem, was da kommt. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler verpflichtet. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 U23-Spieler verpflichtet. Wir haben uns diesen Weg verschrieben. Und wenn man das, was die Fans und die Öffentlichkeit fordert, auch macht, dann denke ich, muss es klar sein, dass nicht alles sofort in die richtige Richtung gehen kann. Aber perspektivisch in 2 Jahren, wenn es eben zu dieser wichtigen Saison kommt, Auf- und Abstieg, der erstmals ausgespielt werden soll, dann fit zu sein, auf dem Punkt fit zu sein. Und deswegen will ich jetzt nicht sagen, das ist ein Übergangsjahr, aber wir können ein bisschen noch ausprobieren. Wir können versuchen, Dinge, die wir neu eingestielt haben, noch mehr zu professionalisieren über das Jahr, über die Saison hinaus, um dann eben gewappnet zu sein für die übernächste Saison. Und das ist sicherlich durchaus gezielt so eingestellt worden. Wolfgang Brück im Kabinengespräch hier bei uns bei den Iserlohn Roosters. Morgen im 3. Teil reden wir dann über 25 Jahre Roosters Hockey und 60 Jahre Eishockey im Sauerland.